Mir wurde der Zahn gezogen und er ist trotzdem noch drin. Guten Morgen, es ist mal Zeit für ein persönliches Update. Diejenigen, die mich schon länger verfolgen, kennen ja bereits meine never ending Story mit meinem entzündeten Zahn. Für alle neuen Abonnenten noch einmal die Kurzversion. Vor über 8 Jahren ereignete sich, dass sich ein Backenzahn von mir entzündet hat. Damals wurde eine Wurzelbehandlung angedacht, weil auch schon der Knochen entzündet war. Aber die Betäubung, die wirkte nicht auf den Nerv, sondern die wirkte nur auf Lippen, Zunge und Mundraum, alles was drumherum ist. Eine Behandlung war trotz dessen, dass ich der Meinung bin, Schmerzen eigentlich ganz gut auszuhalten, was auch als passionierter SMler keine Überraschung ist, das war nicht möglich. Und so blieb der Zahn komplett offen. Jahr um Jahr verging. Ich konnte natürlich auf der einen Seite, auf der ich sozusagen der Zahn entzündet war, nicht mehr essen. Und jeden Morgen entstand durch den Druck der Nacht, wo durch das Gebiss was zusammen war, entstand wieder der Schmerz am Morgen. Tagsüber ging er wieder weg, aber so lebte ich seit 8 Jahren, so lebe ich seit 8 Jahren. Das ist nicht viel gewesen, aber es war immer klar spürbar. Und der Körper wird ja durch diesen Entzündungsherd auch immer belastet. Er muss das ja in Schach halten quasi. Keine Ahnung wie viel Energie das kostet, aber es kostet Energie und es ist eigentlich nicht notwendig. In den 8 Jahren habe ich alles unternommen, um entweder den Nerv abzutöten oder den Nerv zu beruhigen. Also dass der Nerv quasi, dass man den Zahn wieder zumachen kann, alles wunderbar. Ich habe MMS, Oreganoöl, alle möglichen Zahnsalben, Nelken, Globuli und eigentlich alles was legal und illegal zu besorgen ist, in den Zahn reingesteckt und reingefüllt, aber nichts half. So, und jetzt sind 8 Jahre vorbei und habe gesagt, ich will jetzt den Zahn loswerden und bin zu einer neuen Zahnärztin wiedergegangen, ihr mein Problem geschildert. Sie meinte, dass eine Betäubung kein Problem sei und sie noch jeden betäuben hat können. Auch dass ich schon aus der Vollnarkose als Kind aufgewacht bin und dass ich bei Schmerzen die 3 bis 4-fache Dosis an Schmerzmitteln genommen habe. Das machte sie nicht misstrauisch. Also bin ich zum Termin hingegangen, meine Lieblings-Hanna war auch mit dabei und voller positiver Affirmationen habe ich mich dann betäuben lassen. 3 verschiedene Spritzen, alle mit anderen Wirkungsmitteln und die eine war, die hat so rumgegangen mit so einem Piekser, die andere hat die irgendwie hinten angesetzt, die hatte so eine Monsterkanüle. Und also waren 3 verschiedene Spritzen und im Mund war wirklich alles taub, wirklich bis hoch in die Stirn. Und dann hat die Ärztin mit so einem Ding angefangen zu hebeln und dann wollte die Assistentin nur mal etwas Feuchtigkeit aus dem Zahn raussaugen und ich bin fast durch die Decke gegangen, nur von dem Saugen des Luftröhrchens, obwohl alles taub war, aber der Nerv eben nicht. Die Zahnärztin hat mich dann mit großen Augen angeschaut und gemeint, dass dies eigentlich aber nicht sein kann. Aber es war so. Nur mal zur Info, ich bin kein Angstpatient oder so. Ich bin sicher etwas angespannt, wenn es zum Zahnarzt geht. Aber Angst vorm Zahnarzt, das kenne ich eigentlich nicht. Es ist einfach ein Schmerz, der durch Mark und Knochen geht. Und ich bin auch selber schon mal 3-mal ohnmächtig geworden beim Zahnarzt. Nicht weil ich Angst gehabt habe, sondern weil die Schmerzen so intensiv bei mir ankommen. Wie gesagt, null Angst. Nur mal zur Relativierung. Ich habe früher, als ich erfahren habe, dass Leberflecken Krebs erzeugen, ich war ja schon immer so ein gesundheitsaffiner Mensch, das ist ja 165 Kilo, habe ich gelesen, irgendwo Krebs erzeugt, Leberflecken erzeugen Krebs. Dann habe ich mir halt eine Rasierklinge genommen und mir 3 Leberflecke ohne Betäubung selber rausgeschnitten, geblutet wie ein Schwein. Aber das habe ich ja ausgehalten, weil er hat Krebs, da war er böse. Meine Cousine muss man dazu sagen, ist in 14 Jahren Leukämie gestorben. Ich habe mein Knie damals zur Ostzeit mit 6 Stichen ohne Betäubung nähen lassen und bin, wie ich schon sagte, durchaus schmerzaffin. Aber gerade mein Kopf, das scheint so dermaßen empfindsam, meine Sensibilität und Sensitivität, die im Umgang mit Menschen sehr, sehr hilfreich ist, welche mich auch diese Liebe zu den Menschen, sogar zur Zahnärztin, so stark spüren lässt, das scheint halt ihren Preis zu fordern. Auf andere Seite. Generell scheint mein Kopf etwas sehr Eigenartiges zu sein. Auch die reine Farbenblindheit ist ja extremst selten. Dazu die Eigenart, dass ich Töne weit vor anderen Menschen höre, aber diese viel später zu einem sinnvollen Wort oder einem Satz zusammenfügen kann. Meine geradezu groteske Reaktion auf Schärfe, selbst der Giersch brennt in meinem Mund wie Feuer. Ja, wie geht's nun weiter? Hypnose funktioniert bei mir nicht. Wahrscheinlich aus demselben Grunde, dass bei mir im Kopf irgendwas anders zu laufen scheint. Bleibt als einziges Instrument noch
die Vollnarkose. Wenn ich eigentlich, hätte ich ja die ganzen 8 Jahre machen können, gerne vermeiden wollen würde. Die neue Zahnärztin, welche echt wirklich sympathisch ist und auch in meinem Alter, die meinte, na, dass man mal probieren könnte, in den Zahn eine Nerventodsalbe reinzumachen und den Zahn zu verschließen. Ich habe sofort gesagt, ja, nehmen Sie Toxavit. Das wollte ich schon die ganze Zeit irgendwo übers Darknet bestellen, weil es ja nicht mal offiziell zu bekommen ist. Weil halt, wenn falsch eingesetzt, das zu einer große umliegenden Gewebe führen kann. Aber das war mir so ein bisschen egal. Auf jeden Fall, ja, und da hat sie gesagt, nee, Toxavit, das nehme ich nicht mehr, das kann ich nicht verantworten und sowas. Wir haben jetzt so ein, ja, so ein Toxavit Light quasi, was halt ungefährlich ist. Naja, und das hat sie dann reingemacht. Normalerweise sagt sie, nach 1-2 Wochen sind die Nerven dann recht tot. Nicht komplett, aber recht tot. Aber aufgrund meiner Eigenart hat sie gesagt, warte mal lieber mal 1-2 Monate und dann machen wir den Zahn wieder auf und dann versuchen wir ihn erneut zu ziehen. Das ist der aktuelle Stand. So versuchen wir das jetzt. Was allerdings auch fraglich ist, inwieweit mein nun geschlossener Zahn, der 8 Jahre offen war, diese Schließung ja auch direkt wieder mit Schmerzen quittiert. Denn damals war die Lösung der Zahnschmerzen, die ich hatte, dass man sozusagen einfach nur den Zahn aufbohrt. Und damit waren die Schmerzen, also die groben Schmerzen, die ich den ganzen Tag hatte, weg, kamen nur bei Druck und bei Belastung. In der Nacht zum Beispiel oder wenn ich darauf gegessen habe. Seit der offen war, seit 8 Jahren, habe ich eigentlich null Probleme, außer dass ich halt früh merke, ah, der Zahn ist noch entzündet. So, und jetzt ist jetzt die Frage. Jetzt sind schon 3 Tage ins Land gegangen und der Zahn ist immer noch zu und er macht keine Schmerzen. Ich merke so ein leichtes Pulsieren noch. Das kann aber auch der Kampf des Nervs gegen die Salbe sein. Und nun gibt es 2 Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, die ist die offensichtliche. Die andere, das ist eine Möglichkeit, die existiert eigentlich nicht. Aber es existiert doch eigentlich nicht, hat die Zahnärztin gesagt, dass sie alles komplett taub macht und ich trotzdem Schmerzen spüre. Also ich erzähle euch das. Meine Theorie, das ist jetzt fernab jeglichen wissenschaftlichen... also die erste Möglichkeit ist, der Zahnnerv wird jetzt durch dieses Toxavit Light oder wie das auch immer heißt, wird er endgültig getötet und der Schmerz ist weg und wir können den Zahn ganz normal ziehen. Das ist Option 1. Option 2 ist, gemessen an dieser Andersartigkeit bei mir, dass der Zahn ist nun zu. Das heißt, die ganze Zeit haben die Bakterien davon gelebt, dass der Zahn ja auch offen ist und dass immer wieder Neues reinkommen konnte und die Bakterien nähren konnte. Nun ist der Zahn zu. Nun könnte es durchaus möglich sein, weil mein Nerv, normalerweise ist nach 8 Jahren auch ein Nerv komplett abgestorben, wenn der offen ist. Der hat gesagt, nach 8 Jahren muss der Nerv tot sein, der kann nicht noch leben, so ungefähr. Aber man hat noch gelebt. Und entsprechend kann es ja durchaus sein, dass der Nerv, ja, das Toxavit einfach oder dieses Toxavit Light einfach so, ja, zum Frühstück ist und der Nerv quasi das Zeug dann weg ist und der Nerv ja, gesund ist und dass er dann komplett gesundet, weil der Zahn ist zu und es kommen keine neuen Bakterien und der Zahn kann sich quasi komplett wieder, ja, man kann ihn wieder zumachen und ist komplett einsatzfähig, weil Leben tut er ja noch. Das sind so die 2 Optionen. Wie gesagt, die 2. Option, die ist zwar extrem unwahrscheinlich, aber mein Gott, wie gesagt, alles an dem Zahn ist unwahrscheinlich bisher. Naja. Wir werden das sehen. Wir sind ein paar Tage jetzt ins Land gegangen und ja, die Vollnarkose wird eben dann ja wahrscheinlich das sein, wo die Richtung hingeht, dass es dann vielleicht gezogen wird irgendwann, wenn eben das nichts bringt. Das heißt, wenn der Nerv nicht abgetötet wird oder wenn andersrum diese zweite Möglichkeit, diese sehr spirituelle, esoterische Möglichkeit auch nicht zutrifft. Allerdings wird die Vollnarkose nicht von der Krankenkasse bezahlt und du musst selber getragen werden. Was derzeit ein bisschen nervig ist, weil geldmäßig nicht mehr ganz so gut geht. Aber muss ich das Geld auf den Tisch legen, ne? Und ja, und hab dann die Hoffnung, dass ich nicht aus der Vollnarkose aufwache und man den Zahn einfach ziehen kann. Und ja. Ich wollte das heute einfach mal mit euch teilen, weil ich bekomme immer wieder Nachrichten, dass einige so sagen, Mensch Christian, die Informationsvideos, die sind alle toll und geil, aber ich möchte auch immer mal was Persönliches von dir hören, weil ich dich auch persönlich mag und an deiner Geschichte so ein bisschen mit teilhaben lasse. Und wenn sich schon in der Ernährung nichts tut und du in deinem Food Diary immer nur irgendwelche scheiß kleinen Monomahlzeiten oder immer nur Bananeneis und Melonen frisst, dann ja, möchte ich einfach so ein bisschen was aus deinem Leben so gerne, hätte ich gern. Und ich bin ja jemand, ich möchte das auch gerne, ich möchte mein Leben teilen. Um damit andere davon inspiriert werden können, weil ich den Way of Life, den ich lebe und den ich für mich selber gefunden habe, auch als
einen ganz großen Katalysator für eine eigene gesteigerte Lebensqualität sehe. Und von daher mache ich das gerne. Und deswegen halt auch einfach mal so ein persönliches Video zu meinem aktuellen Problem, von meinem Zahn. Wenn ihr das auch möchtet, gerne solche persönlichen Geschichten, unabhängig von irgendwelchen Thematiken oder sowas, einfach nur persönliche Erfahrungen, wenn ihr das vermehrt möchtet, dann gebt mir einfach einen Daumen nach oben, dann sehe ich das so ein bisschen auch als Indikator. Ansonsten, über Facebook kommt ein bisschen mehr persönliche Sachen rein. Da könnt ihr mich auch verfolgen, das steht unten alles in der Infobox, wenn ihr da eine höhere Affinität habt. Ja, also, das war sozusagen meine Geschichte, ja, dass mein Kopf eben ja, sehr, sehr feinfühlig ist und das eben mit jeder Gabe auf der einen Seite, was ja was Positives ist, ne, gerade im Kontakt mit Menschen, jedes Talent oder wie man das auch immer benennen möchte, dass da auch immer eine Kehrseite gibt, ne, und dass die immer auch damit verbunden ist. Und das gilt aber auch andersherum. Das bedeutet, wer negative Eigenschaften oder Erlebnisse in seiner Persönlichkeit ja, vereint, der hat sicher auch andere positive Dinge, die er dadurch bekommen hat und die er da auch nutzen kann. Und es gibt also immer zwei Seiten und die Menschen machen oft den Fehler, nur eine der beiden Seiten zu fokussieren. Und ich hoffe auch damit anregen zu können, gerade jetzt in diesem Kontext dieser Feinfühligkeit, was mein Kopfbild angeht, dass ihr vielleicht negative Sachen bei euch habt, wo ihr sagt, das hat vielleicht auch eine positive Seite, wo andere vielleicht drunter leiden. Ich werde euch auf jeden Fall auch, was den Zahn geht, ich zumindest auf Facebook auf dem Laufenden halten und wünsche euch einen angenehmen und vor allem schmerzfreien Tag. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.